Ma'am. Habe ich was Falsches gemacht? Habe ich was Falsches? Mr. Tannen, Sie sind der Stolz unseres Bürger-Plus-Programms. Was zum Henker hat Sie geritten, einen Polizeibeamten anzugreifen und mit dem Kopf voran in die Recyclingtonne zu kriechen? Was soll ich gemacht haben? Herr, und ich dachte, sein Vater wäre dumm. Nein, wirklich. Ich kann mich an nichts von all dem erinnern. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich dem netten jungen McFly meine Armbanduhr zeigte. Dann, wumm, war ich hier unten und sie schrien mich an. McFly? McFly. Strickland. Oh, hi, Martin. Spielt's wieder eine Uhr rum? Geben Sie mir die Bänder, Edna. Mr. Tannen, bitte mäßigen Sie unseren Gast. Biff, halt! Halt! Oh nein. Komm schon, Biff, genug jetzt. Biff, sind das nicht deine Lieblingszigarren? Kubanische? Hä? Tannen! Konzentration! Pornos! Schau mal! Männerhefte! Titten! Was geht hier vor? Biff, Howard, Tannen? Leisten Sie Ihrer Programmierung Folge! Sehen Sie, Mr. McFly? Dank der Verbesserungen, die ich am Bürger-Plus-Programm vorgenommen habe, fressen mir selbst die bissigsten Hunde aus der Hand. Sehen Sie sich doch bloß all die unglücklichen Gesichter auf dem Videoband Ihres Vaters an. Nun, dank Bürger Plus werden Sie bald wieder lächeln. Scherzartikel? Biff, Furzkissen! Du hattest noch nie viel Sinn für Humor. Ist das nicht das Nummernschild deines Autos? Schild? Wo bin ich? Tannen? Ich habe das nicht vor meinem verweichlichten Ehemann verheimlicht, damit Sie sich in Ihren Lastern suhlen können. Ich hätte wissen sollen, dass Sie mir eines Bier Tages oh, Ärger ab, machen. Da ist das Bier. Hey, sieh mal da drüben! Bier! Bier? Tannen, zugehört! Mädchen! Alkohol! Mami? Tannen, aufgestanden Sie nichtsnutz. Edna, gönnen Sie dem armen Vollidioten eine Pause. Eine Pause? Sie klingen wie das Weichei von meinem Ehemann. Immer sucht er das Gute im Menschen. Er will einfach nicht akzeptieren, dass manche Leute eben von Natur aus böse sind. Vielleicht, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, Sie in Zombies zu verwandeln. Und nun geben Sie mir Dads Bänder zurück, damit ich... Meinen Sie die Bänder, die ich gelöscht habe, als Sie mit meinem Zombie kämpften? Was? Na los. Utopien sind zerbrechlich, Mr. McFly. Vor allem mit einem so ablenkbaren Kopf wie dem meines Mannes an der Spitze. Nein. Nein! Edna! Doc? Emmett, was machst du denn hier? Ich bin hierher gekommen, um einen beunruhigenden Bericht über Mr. Tannen nachzulesen. Doc, Sie müssen sie aufhalten, Sie... Ruhe! Okay. Ich dachte schon, mein Bürger-Plus-Programm hätte womöglich einen Fehler. Stell dir meine Überraschung vor, als ich herausfand, dass meine eigene Frau mein Lebenswerk zerstört. Ging es dir darum, Edna? All die Jahre versuchten wir, die Gesellschaft von ihren Übeln zu befreien. Und das nur, um eine Welt zu erschaffen, in der man den freien Willen auf Knopfdruck abschalten kann?
Oh, bitte, Emmett. Du wolltest es doch auch. Weißt du das nicht mehr? Wir wollten, dass wir jemanden nur sagen müssen, er solle den Rasen nicht betreten und er würde nie wieder einen Fuß auf einen gepflegten Rasen setzen. Bürger Plus sorgt dafür, dass Regeln nicht gebrochen werden können. Ich habe nur minimale Änderungen vorgenommen. Diese Diskussion werden wir nicht hier führen. Aber geh nach Hause und warte auf mich. Fein. Doc. Ah, Vater, was habe ich getan? Er würde Ihnen sicher nicht die Schuld an all dem geben, Doc. Er war so glücklich, als ich meine kindischen Träumereien für Ednas bodenständigere Ideen aufgab. Bist du jetzt stolz auf mich, Vater? Seien Sie nicht so hart zu sich, Doc. Es ist manches, okay, vieles, durcheinander geraten in diesem Hill Valley. Aber Sie wollten den Menschen nur helfen. Tatsächlich? Oder habe ich mich von einer Transformation der menschlichen Psyche hinreißen lassen, wie nur die Chemie es schafft? Das mit Edna tut mir leid, Doc. 1931 wirkte sie noch nicht so böse. Nein, war sie auch nicht. Bei unserem ersten Rendezvous war sie so lebendig, einfühlsam und hatte strenge Prinzipien. Wann habe ich sie verloren? Ha! Genug gejammert. Was geschehen ist, ist geschehen. Zeit, nach vorne zu schauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nach hinten zu schauen. Was? Das Notizbuch. Die Notizbuch von der anderen Zeitachse. Nicht schon wieder diese Flausen! Sehen Sie her. Damit können Sie die Zeitmaschine reparieren und alles in Ordnung bringen, sodass es nie passiert. Dann sind alle wieder so, wie sie sein sollten. Sie, Edna, Jennifer, meine Eltern. Doc, Sie sagten mal, wenn man sich ordentlich bemüht, kann man alles auf die Beine stellen. Dann stellen Sie das mal auf die Beine. Die meisten Seiten sind leer. Sie brauchen nur diese eine hier. Der Fluxkompensator. Grundgütiger! Martin, das könnte funktionieren! Das wird natürlich eine Weile dauern, aber wenn wir damit fertig sind, haben wir alle Zeit der Welt! Doc? Martin, wir müssen sofort beginnen! Na los! Darf Aini mitkommen? Der Hund, aber natürlich! Ganz im Vertrauen, bevor Edna kam, habe ich Hunde geliebt! Lass sie nicht sagen. Ich werde sofort ein Labor einrichten! Edna wird wütend sein, aber wen kümmert's? Wir müssen eine Zeitmaschine reparieren. Keine Sorge, Kleiner. Ich hol dich so schnell wie möglich da raus. Was ist los, Aini? McFly! Ich muss ihm jetzt ja dankbar sein. Hey, Biff. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe mich selten besser gefühlt. Also, erinnerst du dich? An die Hexe, die mich diese Dinge hat tun lassen? Ja, sie wird bekommen, was sie verdient. Niemand sagt Biff Tannen, was er zu tun hat. Niemand. Hey, ich bin der, der dich zurückgeholt hat. Wirklich? Ich kann mich nämlich nur an einen Punk erinnern, der es wohl lustig fand, mich in ein Loch kriechen zu lassen. Platz, Biff. Bleib. Gut. McFly! Oh, Mist. Okay, McFly. Zeit, die Brühe auszulöffeln. Es heißt, die Suppe auszulöffeln, Hohlkopf. Hoffentlich geht mir der Rock'n'Roll nicht aus.
ein E-Fass! Ein E-Fass! Diese Animation, die er immer macht. Gib deinen Tipp ab. Was? Ach, den Knopf gibt's immer noch von der Bar. Wir müssen hier weg, Aini. Doc! Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Biff ist auf mich losgegangen. Ich habe ihn umgehauen mit dem alten Rull... Und Edna, das war Martin klar. Martin McFly. Edna? Es ist fast beeindruckend, wie viele Jahre Arbeit und Planung du beinahe in wenigen Stunden zerstört hast. Wo ist Doc? Oh, Doc. Mein Mann ist an einem besseren Ort. An einem besseren Ort? Was haben Sie getan? Ruhig, Martin. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Doc! Nein! Doc! Oh.